Und willkommen zurück, meine Lieben, zum letzten Spiel des heutigen Abends. Hörnchenalarm gegen Alucard. Hörnchenalarm, ein neuer Spieler bei uns in der Q-Liga. Ein Kandidat für die Season 6 und die Quali-Liga-Spiele eignen sich ja hervorragend, um herauszufinden. Unter anderem auch bei so einem Challenge-Spiel, wie man die Spieler einschätzen kann, also beziehungsweise in welche Liga sie nachher kommen. Und Hörnchenalarm ist ganz, ganz frisch. Erstes Spiel überhaupt hier im Live. Zumindest bei mir. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er irgendwo anders vorher war. Schaut mal an. Hörnchenalarm hier oben rechts gestartet mit den Alliierten. Fährt sehr, sehr schön mit den Bauschen an die Front. Also durchaus schon Erfahrung hier. Fährt nämlich direkt zum Gemfeld. Alu macht es nämlich nicht. Das finde ich mega Move. Hey, ja, besser verfahren, aber völlig in Ordnung. Hier positionieren, weiß er jetzt Bescheid, kann er hier bauen, perfekt. Also richtig gut. Ja, Alu erkundet jetzt auch, der wird einen Schreck kriegen, dass sein Gegenspieler doch schon so schnell gleich an die Kohlen rankommt. Die Raff wird, denke ich mal, direkt neben dem Bau hier gleich platziert. Unser Hörnchenalarm. Finde ich einfach ein mega geiler Name. Also ich feiere aber manchen. Ist Deacon noch da? Also ich würde zu gerne den... Deacon, wenn du noch da bist, komm, poste mal deinen Namen, den du früher hattest. Das Thema hatten wir vorhin. Meine Lieben, jeder hat einen geilen Spitznamen mal als Nickname gehabt. Hier im Online-Gaming. Deacon, ich kann nicht mehr. Ist nicht mehr da, schade. Schade. So, wie sieht's aus hier? Aktuell eine Raff. Und die kam auch little Speed. Und hier wird Money nur so sprühen. Eichhörnchenalarm. Was hier fehlt, ist gleich ein Silo. Da sollten zwei Silos gebaut werden und dann Pari weiterbauen. Nächstes Feld und hier direkt schon auf Masse gehen. Da könnte er direkt den Alucard sehr früh hier runter rocken. Kommt eine Kaserne. Alucard weiß ja so Bescheid, dass er jetzt schon im Nachteil ist. Aktuell noch. Und da kommt auch schon... Guckt euch das an. Wie aus dem Lehrbuch. Kommt sogar drei. Krass. Sehr gut. Richtig gut. Da kann er sogar auf längere Zeit mit einer Raff klarkommen. Und mit zwei Sammlern. Jetzt wäre es ratsam, schnell die Waffenfabrik, die Reparaturstation zu bauen. Parallel schon voll auf Panzerproduktion. Dann hier zusehen, dass man eine neue Raff baut. Und wenn das hier so weit weg ist, hier noch eine Raff vorzusetzen. Die produzierten Panzer direkt an die Front. Dann hat er nämlich schon mal das Problem nicht, dass der Alu von vorne kommt. Und Alu Zwegert ist wieder unterwegs. Jawohl, Jack. Richtig erkannt. Unser Alu Zwegert. Ja, da sieht man doch schon, wie hart die am Limit sind. Er kann direkt jetzt auf Masse gehen hier. Oh, wie sieht's bei Alu aus? Da kommt der zweite Bau auf, den er jetzt bitter nötig braucht, um an Gemfeld ranzukommen. Er ist mit den anderen hier schon längst hingefahren. Er holt das gleich wieder auf. Er wird es gleich sehr schnell wieder aufholen. Mit einem fährt er nach rechts, mit dem anderen nach links. Oh nein. Wo willst du? Warum? Warum nicht nach rechts? Die Möglichkeit und Zeit hat er damit gehabt. Mal sehen, was jetzt hier kommt. Als nächstes bei Eichhörnchenalarm. Denk mal die Rap-Station. Da ist der Alucard schon deutlich weiter. Hat nämlich den nächsten Bau schon gebaut. Hat sich hier aber verbaut.
Ah, gut, hier der Locker nochmal da bauen können. Das war jetzt ein bisschen Zeitverschwendung. Oh, oh, pass auf, mit dem fährt er nach oben. Also hier war er nicht so entscheidungsfreudig. Er kommt hier immer ans Limit. Produziert auch noch keine Einheiten. Schade. Und die Sammler, die fahren jetzt... What? Der fährt völlig falsch. Ja, weil der nachgebaut wurde. Die muss man selektieren darauf. Der fährt jetzt ein bisschen in die falsche Richtung. Hat trotzdem noch mehr Kohle als Alu. Aber Alu wird gleich aufholen. Hat nämlich jetzt hier noch eine RAF stehen. Hier jetzt vorne am Gemfeld auch. Und hier vorne hat er auch nochmal einen Bauhof, der hier schön ranfährt. Ja, Tech-Zentrum, Bauhof, hat er jetzt auch gebaut. Jetzt wird es aber eng für ihn. Zweite Waffenfabrik jetzt nötig. Und viele, viele Panzer. Rider Tours? Nein, ist unterwegs. Alles noch gut, alles easy. Tech-Zentrum hat er ja schon. Hat der Alu noch nicht. Die Sicht ist aber noch nicht freigeschaltet. Und Leute, das ist der Nachschlag. Richtig, die geben hier ordentlich Bambude. Aber was macht er? EMT. Hier nochmal nach links. Denk mal, will die RAF hier nochmal hinsetzen. Hier hat er schon eine RAF. Steht also sehr stabil hier vorne mit der Produktion schon da. Was Money Management angelangt. Jetzt kommt Alu auch wieder ran. Das wird leider vergebens für unser Eichhörnchen. In Ordnung. Ja, es kommt. Es muss schnell die nächste Waffenfabrik her. Das wird einfach zu wenig von der Produktion. Auch zweite Kaserne muss. Und hier wird er gleich merken, oh, 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 Problem. Oder er macht auf Platz Hirsch, setzt trotzdem hin. Alu ist aber noch geschmeidig unterwegs. So, wie sieht's da aus? Aktuell noch keine zweite, ja. Ist halt ganz neu bei uns. Da muss erstmal die Systematik. Aber wunderbar, muss ich sagen. Er hat sich hier wunderbar, also Map-Kenntnis ist schon da. Hat sich hier vorpositioniert, RAF gebaut. Hat den Rest auch aufgebaut. Kam mit dem Bau halt vom Tempo her, von seinem Tempo her rechtzeitig noch raus. Hat vor allen Dingen die Silos gebaut. Die reichen aber bei weitem auch schon nicht mehr aus. Und er könnte das abproduzieren durch den Hafen. Den kann er hier einnehmen. Oder auch selbst einbauen. Oder er baut vor allen Dingen nochmal eine zweite Waffenfabrik, damit er halt auf 200% Bonus hier baut und schneller an die Ressourcen rankommt. Ja, er hängt jetzt so ein bisschen fest. Ich glaube, er fehlt jetzt so noch die Erfahrung, wie man jetzt weiter fortfährt. Aber da wird er noch locker von unserer Community an die Hand genommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und in 2 Wochen sieht das ganz anders aus mit ihm. Ganz anders. Denn es ist einfach nur so ein paar Dinge, die man sich einfach nur merken muss. Schnell mit Tastatur und so muss man gar nicht unterwegs sein. Da reicht die Maus völlig aus. Man muss nur wissen, wie man aufbaut. Das wird er noch lernen. Also alle wichtigen Gebäude stehen ja schon da. Sie müssen halt nur mal aufgedoppelt werden hier. Diese beiden vor allen Dingen. Ich find's klasse. Er hat wunderbar gestartet. Also, da Map-Hausaufgaben schon gemacht. Was eigentlich mit dem anderen Bauhof passiert ist, glaube ich, zerstört worden, ne? Oder? Nein, den hat er hier unten. Oh, der parkt hier. Ja, und er expandiert aktuell nicht. Und ich muss zugeben, dass Alu unwahrscheinlich viel Kohle hat, aber sehr wenig
in der Offensive zu bieten hat. Wir haben jetzt nur noch ein paar Sekunden Cooldown, dann geht's los. So, die ganze Schicht im Schacht. Jetzt darf Attacken gegeben werden. Aber Bau fährt hier weiter. Und Alu macht sich da auch schon langsam auf den Weg. Und hier haben wir den Bauhof. Mal sehen, was er damit macht. Es reicht nicht. Es fehlt die zweite Waffenfabrik. Das wird er schon lernen. Ah, das finde ich gut. Vielleicht jetzt nochmal den hier da oben hinklicken, weil aktuell ist hier keine Einheit, die irgendwie gefährlich werden könnte. Er hat sogar nochmal einen Bunker gebaut. Alu hält sich hier wirklich zurück. Er beschäftigt sich erstmal in Ruhe mit den NPCs. Auch das sind so die Feinheiten, wenn man weiß, man hat ein Gemfeld in der Nähe. Dann einmal den Sammler anklicken und direkt aufs Gemfeld erstmal rauf. Alu kommt in einem Panzer hier nach. Und ganz fies. Er nimmt die Bauhof einfach rein. Das ist so ein typischer Alu-Move. Wenn er denn die Zeit dafür hat. Ja, hat er jetzt genutzt. Und nimmt sogar noch die Waffenfabrik ein. Ist der fies. Ist der fies. Und er will die nächsten Gebäude einnehmen. So, er braucht eine Expandieren. Er hat einfach gewartet, bis der Gegner was tut. Da kommen noch mehr. Also Front Base ist jetzt hier Geschichte. Ah, er lässt hier noch ein bisschen produzieren. Jetzt schickt Alu seine schönen mittleren Panzer nach vorne. Lässt sie aber stehen. Beim Hafen. Er will den Hafen einnehmen. Ja, jetzt macht er hier einen auf Show. Das ist gemein. Das ist voll gemein. Er lässt ihn halt die Chance, sich noch aufzubauen. Ihm fehlt aber immer noch die zweite Waffenfabrik. Und so langsam müsste er auch hier ein bisschen mehr aktiv sammeln. Genau, den neutralen Hafen kann man einnehmen, oder ja, da zerstört hat, nicht aufgepasst. Gucken wir mal. Nee, zweite Gebäude immer noch nicht nachgebaut. Und Geldproblem jetzt, ne? Und das nächste. Aber jetzt so stark angefangen. Also wirklich. Hochachtung. Das war richtig gebaut. Also dieser Bild war komplett richtig. Ja? Das war schon richtig gut. Oh, da kommt ein Spion. Hat Alu geschickt. Was hat er damit vor? War da Stirn oder was? Jo. Ist ja fies, der nutzt jetzt alles aus. Er zeigt jetzt so ein Showdown, was man alles machen kann. Kleinen Leereffekt. Damit jetzt auf allen Positionen hier einmal links, hier einmal rechts. Und hier einmal. Da wird auch nicht mehr weiter produziert. Da kommen aktuell keine weiteren Panzer raus. Oh, jetzt kommt er mit dem Chronopanzer. Texter drum erstmal raus. Ja, der macht jetzt langsam. Der steht auf Qualen, der Junge.
Jetzt fängt er an, hier rechts mit den Rammelkisten hier aufzuräumen. Graf raus, Tech-Zentrum raus. Jetzt kommt der Rest über links. Und jetzt kommt die Einheitenkoordination. Das ist natürlich nicht leicht. Wie willst du dich da dir selber verständigen, rechts, links, wenn du von beiden Seiten ein Eingeschenk bekommst? Und unten, da stehen auch nochmal mittlere Panzer. Ah, hallo, lässt hier aber stehen. Aber Schachmatt. Passt. Da haben wir noch die Waffenfabrik noch. Oh, könnte noch nachgebaut werden, aber Alu kommt jetzt auch mit dem Rest. Und beendet das. Als Topping nochmal der nächste Chronopanzer. Für ein Gewusel. Nee, aufgeben kann man tatsächlich nur, indem man das Spiel einfach beendet. Oder alles verkauft, direkt zum Gegner geht. Ein typischer Aufgabe-Button, so an sich nicht. Aufbau. Die ersten 10 Minuten völlig in Ordnung. Ja, wobei ich sagen würde, die ersten 6 Minuten später fehlte halt die zweiten Gebäude von der Infanterie, also Kaserne und auch die Waffenfabrik. Der Bauhof, den hat er ja noch gebaut gehabt, die weiteren. Hat sich da aber, kam zu spät dahin. Aber da fehlt einfach die Erfahrung, meine Lieben. Nichts anderes. Das ist ein reiner Erfahrungswert. Aber ich habe es gefeiert, dass er die Map schon im Kopf hatte und wusste, wohin mit dem Bauhof. Er hat auch richtig reagiert. Perfekt gesetzt. Hier den Bauhof hier hin. Die rafft direkt am Gemfeld. Ja, also super gemacht. Eine Einheit dümpelt hier noch irgendwo rum. Die haben wir hier unten. Da einmal den Sammler, einmal den Schützen. Müsste Alu eigentlich Gesicht haben. Guck mal, der hat sich hier kaputt produziert. Jetzt macht er sich auch ein bisschen die. Übrigens, wir haben gleich noch ein Mitternachtsprogramm, meine Leute, nach dem Stream. Dann geht's weiter drüben auf meinen Zweitkanal mit dem Chris. Aber dazu kommen wir gleich. Wir holen die beiden Spieler mal rein. Am Ende vielleicht mal. Na? Na? Also, mal ganz ehrlich, der Aufbau, ja, mega, Hörnchen. Da warst du schon richtig. Da hast du schon, im Gegensatz zu Alu, alles richtig gemacht. Also, da hat Alu, nee, das war schlecht, was er da aufgebaut hat. Das, was du aufgebaut hast, war richtig. Was dir gefehlt hat, war der schnelle Switch zur Reparaturstation mit dem zweiten MBF. Ansonsten, ja, dass du mit dem Bauhof... Ich habe mich verfahren. Ich hab mich verfahren mit dem Bauhof. Ja, aber das lag einfach daran, weil du irgendwann, ich glaube, durcheinander gekommen bist. Das ist aber reiner Erfahrungswert. Aber was du richtig gemacht hast, du bist gleich mit der Position, hast du das mit der Map gemerkt, wo du hinfahren musst, bist hingefahren, hast den Bauhof wirklich dahin platziert, wo er hin muss, damit du die RAF direkt am Gemfeld bauen kannst. Hast ja, das genau. Hast mit den Silos das richtig gemacht, konntest damit schon aufsammeln, aber dann hat dir eins gefehlt. Du hattest viel Geld, hast aber nicht produziert. Du hättest schon längst auf Panzer gehen können, als du weiter mit der Reparaturstation kamst und so. Da ja, ich war da zu langsam. Ja, macht nichts. Das ist nur Erfahrung. Nur Erfahrung. Die Tendenzen, ganz klar, das nächste Mal weißt du das und das besser und dann kommst du damit auch richtig gut voran. Also ich fand's mega. Ja, hat trotzdem Spaß gemacht. Ach, das finde ich auch. Ich glaube, ja, das wie gesagt, wir können uns auch gerne nochmal zusammensetzen. Machen wir gerne, auf jeden Fall. Ja, richtig, nutzt die Leute.
Also die spielen sowas von gerne, die machen auch gerne einfach so Trainingsspiele 1 gegen 1 oder 2 gegen 2, mal Gruppenspiele. Alles hilft. Die spielen trotz dessen, wenn sie mit mehreren Spielen immer noch mit Cooldown-Zeiten. Das heißt, man kann die Aufbauphase zumindest üben. Das hilft. Das hilft. Ja, Udi. Auf jeden Fall. Dann GG ja, nochmal. Schönes Spiel. Ich freue mich auf die Season 6 mit dir, Hörnchen. Alleine, ja, alleine auch schon wegen, auch alleine schon wegen dem Namen, das unterhält dann immer so schön. Der Hamster müsste jetzt auch noch mitspielen. Dann hätten wir mal ein Duell Hamster gegen Hörnchen. Ja, mal sehen, genau. Wer ist hartnäckiger? Das Eichhörnchen oder der Hamster? Also ja. ich tippe auf Eichhörnchen. Ist schon ganz klar. Da, GG.